Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, heute mit Türchen Nummer 11 des Advent of Code Adventskalenders. Wir sind immer noch in der Höhle gefangen mit unserem Christbaumkugel erleuchteten U-Boot und sind jetzt in einen Abschnitt der Höhle vorgedrungen, wo ziemlich große Oktopusse leben und sie mögen unser Weihnachtslicht nicht. Also haben wir es abgeschaltet. Das Problem ist, ohne dem Licht können wir schwerlich navigieren. Aber diese Oktopusse blitzen immer wieder mal auf. Sehr erleuchten. Und wenn wir das Pattern oder das Muster rausbekommen, wann und wie oft diese Oktopusse aufblitzen, können wir vielleicht durch die Höhle durch navigieren. Die Oktopusse befinden sich in einer Art Grid verteilt über die Höhle. Ja, wenn wir wieder ein, ähnlich wie damals bei den Höheninformationen der Höhlendecke, haben wir hier wieder ein zweidimensionales Array aus Integerwerten, die von 0 bis 9 gehen. Wir haben also eine X-Achse, eine Y-Achse. Und die einzelne Zahl in diesem Grid gibt uns Aufschluss über den Energiewert, den der Oktopus angesammelt hat. Also in regelmäßigen Zeitintervallen bekommt jeder Oktopus plus 1 Energie dazu. Und sobald er die Digit 9 erreicht hat und als nächstes zur Digit 10 übergehen würde, dann gibt es einen Blitz aus Licht und die 10 wird auf 0 zurückgesetzt. Außerdem bekommen alle benachbarten Oktopusse plus 1 Energie dazu. Wenn aufgrund dessen ein Oktopus in der Nachbarschaft selber auf eine Energie von über 9 angehoben wird, dann noch in genau diesem selben Schritt, dann zündet er auch und gibt auch an alle seine Nachbarn noch einmal plus 1 ab, mit Ausnahme des Oktopus, der ihn zum Zünden gebracht hat. Das wird hier alles schön anhand des Anschaubeispiels durchexerziert. Man sieht anhand des Anschaubeispiels, im Schritt 2 geht das Zünden los und man sieht hier richtig, dass hier schon fast ein geschlossenes Feld. Also die haben sich alle gegenseitig gezündet. Es gibt eine Kettenreaktion und diese Kettenreaktion, die geht dann auch in Schritt 3 weiter. In Schritt 4 fadet sie aus, in Schritt 5 fadet sie aus. In 6 ist sie fast weg, in 7 beginnt sie wieder neu, in 8 geht es wieder los, in 9 geht es weiter und so weiter. So, und wenn man das 100 Mal hat so durchticken lassen, dann ergibt sich für das Anschauungsbeispiel 1656 aufblitzende Lichter, die es total bis dahin gegeben hat. Und wir sollen anhand unseres individualisierten Inputs, der in seinem Umfang und Größe genauso groß ist wie das Anschauungsbeispiel. Wir sollen anhand unseres individualisierten Inputs auch nach 100 Flashes, nach 100 Zyklen schauen, wie viele Flashes hat es gegeben. Ich habe die Frage schon beantwortet, 1721. Wie habe ich das gemacht? Schauen wir in den Code. Habe heute mal ein paar mehr Imports, sogar Imports, die ich dann zwischendurch dann nicht mehr gebraucht habe. Interessant. Dann weg damit. Wieder fand ich es genau wie bei der Höhlendecke, wo wir auch so ein 2D-Array aus Deckeninformationen bekommen hatten, fand ich das hier wieder gewieft oder clever, das als Matrix abzuspeichern, beziehungsweise NumPy-Array. Ja, RawX ist wieder das Beispiel aus, das Anschauungsbeispiel. Dann habe ich mir also eine Klasse erstellt, Octopusfeld. Das kennt zum einen das ein Data Array, wo also das Integer Array reingespeichert wird und das kennt die Größe Flashes. Und Flashes zählt mit, wie oft jetzt ein Oktopus aufgeblitzt hat. So, um das am Endeffekt zu messen, gibt es die Funktion Tick. Wenn der Tick zündet, dann rechnen wir auf alle Einträge im Data Array plus 1 drauf. Das ist dann wieder der charmante Komfort, wenn man mit NumPy-Arrays arbeitet. Ich kann ja einfach sagen, plus 1 und Array
Und NumPy versteht das automatisch und rechnet plus 1 auf jeden Eintrag drauf. Nachdem ich überall plus 1 drauf gerechnet habe, kommt die Funktion self-checkFlash zum Einsatz. Und was checkFlash macht, es schaut nach, ob jetzt irgendein Oktopus größer ist, als ob der Energielevel irgendeines Oktopus größer ist als 10. Und das passiert hier. SelfData größer 9 erzeugt ein Bool-Array, wo überall wahr und falsch drin steht, je nachdem an der entsprechenden Stelle, ob in dem Data-Array also ein Wert größer 9 steht. Und weil boolsche Werte in Python zugleich auch Integer-Werte sind, also falsch ist 0, wahr ist 1, kann ich die einfach aufsummieren, die Wahr-Vorkommnisse, und dann weiß ich, wie viele Oktopusse jetzt also schon erstmal ein Flash abgegeben haben und kann die auf Self-Flashes draufrechnen, drauf addieren. Wenn es jetzt aber Flashes gegeben hat, das heißt, dass ja dann Oktopusse auf andere Oktopusse gewirkt haben, ja, wenn New Flashes, was ist jetzt los, so, wenn New Flashes größer 0 ist, dann kommt eine dritte Funktion zum Einsatz, Self-Flashing. Und die verrechnet jetzt, inwiefern die Oktopusse sich gegenseitig beeinflussen, in einer Art Subzykel. So, was passiert in Self-Flashing? Ich erstelle mir unschönerweise eine Kopie von dem Data Array, damit ich einerseits in dem Data Array rumschreiben kann, andererseits aber noch eine Vorlage habe, die unbearbeitet ist. Weil ich jetzt Oktopusse unterscheiden können möchte, die eben gerade schon gezündet haben, von solchen, die jetzt wieder zünden würden, weil sie von anderen dazu angeregt wurden. Dazu gehe ich durch alle X- und Y-Kandidaten vor IJ. Jetzt muss man an der Stelle sagen, ich hätte jetzt schreiben können für I in Range Self Data Shape 0 und dann alles eins eingerückt vor J in Range Self Data Shape 1. Aber um mir hier eine Einrückung zu sparen und auch mich ein bisschen zu üben, in was EtherTools einem eigentlich alles so bietet, habe ich mir rausgesucht, okay, es gibt da diese Product Function. Die nimmt einen Iterator und einen anderen Iterator und die iteriert dann über alle möglichen Kombinationen dessen, was diese Iteratoren zurückgeben. Ja, also das I läuft durch alles durch, was das erste Range zu bieten hat. Das J läuft durch alles, was das zweite Range zu bieten hat. Aber anders als ZIP werden die nicht einfach nur gepaart. Ja, der erste Eintrag links mit dem ersten Eintrag rechts und der zweite Eintrag links mit dem zweiten Eintrag rechts. Sondern es werden wirklich alle möglichen Kombinationen zurückgegeben, die sich irgendwie einstellen könnten. Ja, also das erste Eintrag aus links und der erste aus rechts, der erste aus links und der zweite aus rechts, der erste aus links und der dritte aus rechts, dann irgendwann der zweite aus links, der erste aus rechts und so weiter. Es ist einfach alle Kombinationen zusammengestellt aus Elementen, die sich aus beiden Iteratoren ergeben könnten. So. Und jetzt arbeite ich hier mit der Data Copy und frage, okay, ist da ein Oktopus, der einen Wert größer 9 hat? Wenn ja, setze ihn auf 0. Und in den darauffolgenden 5 Zeilen stellen wir jetzt erstmal seine Nachbarschaft fest. Wir wissen jetzt, es gibt ja dann also Nachbarn darüber und darunter, links und rechts davon, aber diesmal auch diagonal. Wobei wir allerdings natürlich jetzt darauf achten müssen, ist das ein Oktopus aus der Mitte, ist das ein Oktopus aus dem Rand, ist das ein Oktopus aus der Ecke. Ja, also wir erstellen hier Index-Sets. Ja, wie weit kann ich mit Y gehen? Sicherlich kann ich so weit gehen, wie den Index, den ich gerade in der Hand halte. Aber wenn der Index größer 0 ist, dann kann ich auch eins nach links gehen. Und wenn der Index insgesamt klein genug ist, kann ich auch einen nach rechts gehen. Und das gilt für I und das gilt konsistenterweise auch für J. Ja, wenn J groß genug ist, kann ich nach oben gehen. Wenn J klein genug ist, kann ich auch nach unten gehen und so weiter. So, und damit erstelle ich mir hier zwei Indexlisten, die für einen Oktopus aus der Mitte am Ende dann so aussehen. I minus 1, I, I plus 1, als auch J minus 1, J und J plus 1. Also das sind so, das wäre ein Oktopus aus der Mitte. Jetzt kommt es aber, wenn jetzt der Oktopus zu weit unten schon ist, unten am Rand,
dann fällt das j plus 1 eben weg, aber ich kann immer noch mit i minus 1, i plus 1 nach links und rechts gehen. Wenn ich allerdings auch schon zu weit rechts am Rand bin, also ich habe einen Oktopus aus der Ecke, dann und so weiter. Also ich baue mir hier dynamisch die Nachbarschaft der Oktopusse auf, beziehungsweise die Indizes derer. Und dann kann ich jetzt auch nochmal mit dieser selben EtherToolsProduct, kann ich jetzt auch nochmal underscore i, underscore j die Nachbarschaft durchgehen. Underscore i ist gleich i und underscore j ist gleich j. Den Fall kann ich überspringen. Den habe ich ja gerade bearbeitet. Also continue. In allen anderen Fällen, wenn der Eintrag größer 0 ist, also dort kein Oktopus ist, der genau in diesem Tick auch schon gezündet hat, dann wird plus 1 drauf addiert. So. Und am Ende muss nochmal check flash, also wird es nochmal an die Funktion hier oben zurückgegeben. Die muss jetzt nochmal prüfen, hat es jetzt aufgrund des Flashing nochmal weitere Flashes gegeben. So, das checkt die ab, rechnet die zu nur drauf und wenn es sein muss, ruft sie die Flashing-Funktion nochmal auf. Also dieses check flash flashing, das ping-pongt so oft hin und her wie notwendig, bis alle Zündungen eines Ticks abgearbeitet sind. So, dann habe ich mir noch eine String-Ausgabe programmiert. Im Prinzip hätte ich damit leben können zu sagen, ja, hier return einfach mal das Data Array, beziehungsweise so. Im Grunde hätte diese Zeile im Prinzip gereicht, aber wenn NumPy seine Arrays in die Konsole printet, dann baut er da noch zusätzliche horizontale und vertikale Abstände ein, die wollte ich nicht. Also habe ich mir von Hand nochmal eine Printing-Funktion geschrieben, die das Feld so printet, ungefähr wie es auch hier in den Erklärungen aussieht, damit ich das noch besser vergleichen kann. Und damit haben wir jetzt alles zusammen. Dann geht es also los, Part 1. Ich initialisiere erstmal für das Beispiel eine Octopus-Field-Instanz, lasse das 100 mal durchticken und asserte, dass am Ende 1656 rauskommt, was ja auch hier, ja, after 100 steps, there have been a total of 1656 flashes, also nach 100 Schritten, da war insgesamt eine totale Anzahl von 1600 bla Aufblitzungen. So, dann mit dem Context Manager lese ich meinen Input A ein, im Mode Read, und erzeugt mir ein zweites Octopus-Feld aus dem eingelesenen Text. Ich lasse das auch 100 mal durchticken und mir ausprinten, wie viele Flashes das gibt. Ich kommentiere mal hier kurz Part 2 aus. So. Hupsala. Ich glaube, die Batterie meiner Maus muss gewechselt werden. Und 1721 ist die Antwort, mein Skript hervorbringt, die habe ich eingegeben, fertig. Part 2. Stellt sich heraus, dass die Oktopusse scheinbar sich immer mehr aneinander anpassen und synchronisieren. Und für das Beispiel ist das der Fall, dass nach 195 Ticks oder nach 195 Schritten alle Oktopusse zeitgleich zünden. Und das gibt einen so hellen Lichtblitz, dass wir damit aus der Höhle raus navigieren können. So, das ist jetzt aber 195 Schritte, das ist jetzt aber das Anschaubeispiel. Die Frage ist ja anhand unseres individualisierten Inputs, wann passiert es wirklich? Kein Problem, dazu brauchte ich nicht groß viel weiteren Code schreiben. Ich habe jetzt einfach nochmal das Octopus-Feld fürs Beispiel neu initialisiert. Muss sein, ich will es ja zurücksetzen. Und dann sage ich hier, ja, solange wie halt die Summe des Data Arrays immer noch größer 0 ist, gibt es also immer noch mindestens einen Oktopus, der gerade nicht mit allen anderen zusammen aufgeblitzt hat. Tick. So, und am Ende kann ich mir dann zurückgeben lassen, wie oft hat es getickt, damit hier 0 rauskommt. Sowohl fürs Beispiel, achso, ja. Hier hätte ich sagen können, so, das ist 195. Stimmt, das hier brauchen wir auch nicht mehr. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. Alles noch aus dem Debug. So. Perfekt. Das Assert ist erfüllt. Und am Ende kommt raus. Achso, das hier brauchen wir auch nicht. Und am Ende kommt raus. Tatsächlich für uns brauchen wir 298 Ticks. Und dann blitzen alle Oktopusse zeitlich auf.
habe ich so eingegeben: Both parts of this puzzle are complete. Also beide Teile sind komplett. Gehen wir zurück zum Kalender. Das ist jetzt das Bild nach 11 Tagen. Ich danke herzlichst für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder zum Türchen 12. Und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, könnt ihr es ja gerne in Erwägung ziehen, mich zu abonnieren. Ansonsten, ciao, ciao und bis morgen.